Also, my friends, wir sind hier wieder eine Woche später bei einer weiteren Spielerbewertung, und zwar von diesem heftigen Tots-Team mit Maradona 99 auch am Start, mit Messi Red 99 am Start, den wir ja bekanntlich im Livestream als Player-Pick gezogen haben. Und wir haben mit diesem Team Elite 1 geholt, 27 Siege haben wir am vergangenen Wochenende gepackt, Leute. Und heute gibt es eben das Feedback zu jedem Spieler, wie er mir gefallen hat und welchen Spieler ich grundsätzlich empfehlen kann. Man merkt, es ist ein recht exotisches Team, es sind spannende Spieler dabei. Spieler, die manch anderer vielleicht nicht so testen würde, aber das macht es umso interessanter. Also, wir fangen jetzt einfach mal gleich bei Oblak an. Ich bin übrigens wieder hier live auf Twitch, ne? Also nicht wundern, dass ich hier gerade im Livestream bin. Muss und will euch auch einfach sagen, dass ihr gerne auch selber mal vorbeischauen könnt. Also in der Beschreibung findet ihr den Link zum Twitch-Kanal, ne? Gerne vorbeischauen, immer 21 Uhr, fünfmal die Woche, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bin ich hier für euch und freue mich, dass ihr diese Chili-Vanille-Stimmung genießt. Leute, ist geil, oder? Ist geil? So, ich rede gerade mit dem Twitch-Chat und ihr könnt den eigentlich gar nicht sehen. Naja, egal. Auf jeden Fall, so, wir fangen an mit Oblak und den haben wir ja auch in Rot gezogen, Leute. Ich muss eins sagen, letzte Woche haben wir Ter Stegen gespielt und im Vergleich fand ich Oblak besser. Es gab einige, die gesagt haben, Oblak, naja, geht so und so weiter. Ich fand den wirklich gut, ja. Ich fand den wirklich gut. Also, er hat manchmal Sachen reingelassen, so, die mich verwundert haben. Aber dann war er wieder mit heftigen Paraden, wo ich mir dachte, boah, Oblak, Alter, ne. Deswegen bekommt er von mir, ich habe tendiert 2 plus oder 1 minus. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe so häufig ihn gelobt, dass ich ihm echt eine 1 minus gebe, Leute. Ich fand ihn wirklich, wirklich krass. Ich habe ja Ter Stegen eine 2 plus gegeben. Oder war es eine 2, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall fand ich ihn nochmal krasser, deswegen bekommt er eine 1 minus von mir. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. So, gehen wir zu den beiden Innenverteidigern. Und zwar haben wir hier einmal Tots Varan getestet und einmal Carlos Alberto, der auch eine interessante Karte ist. Da bleiben wir gleich mal bei ihm, Leute. Ich muss sagen, er hat mich echt positiv überrascht. Und er hat sogar 2 Tore gemacht, ne? Per Eckball war das, glaube ich. Er hat mich wirklich positiv überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass er so krass ist. Ich habe kaum einen Unterschied gemerkt zwischen ihm und Varan. Die waren beide hinten wie eine Mauer. Die haben sich bewegt, die waren auch schnell und quirlig. Seht, 82 Beweglichkeit, hat man gemerkt. Also ein toller Spieler und er bekommt von mir eine 1-, ja. Aber grundsätzlich muss ich echt sagen, geht Richtung 1. Klar, ein paar Fehler waren dabei, so. Es war jetzt nicht so eine Art, 1 ist für mich so dieses Alaba ist eine 1. Und das vergleiche ich natürlich ein bisschen, aber so Alaba war er noch nicht, Material. Aber sehr, 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 sehr gut, okay. Varan, auch ähnlich wie er, krass, brutal stark, schnell, ja, nicht krass so beweglich wie er, muss man schon sagen, man hat die Balance ab und zu mal ein bisschen gespürt, aber er war halt so schnell auch, ne, und vor allem auch so physisch stark, ne, und er bekommt auch von mir eine 1-, ja, war jetzt nicht der beste Innenverteidiger, den ich gespielt habe, aber definitiv eine gute Karte. Wenn ihr euch jetzt fragt, Mirza, Varan oder Ramos, vielleicht kommt diese Frage jetzt auf euch quasi im Kopf so auf oder taucht auf und denkt euch, ah, hier, das war eigentlich das, was ich dich gerade fragen wollte, ne? Dann beantworte ich sie jetzt direkt. Ramos ist besser als Varan, finde ich, weil er besser zu meinem Spielstil passt, mit Hoch-Mittel-Arbeitsraten. Ich finde ihn aggressiver, er holt sich mehr Bälle, einfach, ja, brachialer finde ich ihn einfach noch, ne? Also Ramos finde ich dann nochmal einen Tick besser. So, kommen wir zu den Außenverteidigern, Leute. Einmal Lodi und einmal Mariano. Ich gebe beiden Spielern eine 2+. Keine 1, weil sie haben hinten gut verteidigt. Sie haben nach vorne gut aufgebaut. Aber es war jetzt nicht so Mondi-mäßig und es war auch nicht Semedo-mäßig. Das ist halt das, was ich dann immer wieder vergleiche. Aber sie haben eine gute Leistung abgeliefert. Wie viel kosten die beiden? 156k und hier in dem Fall 72k. Also Preis-Leistung ist okay. Ne? 2+, ihr könnt nichts falsch machen mit denen. Es gibt bessere Verteidiger, finde ich schon. Aber die beiden haben einen soliden Job gemacht. Insgesamt die Defensive hinten war echt top. Also das hat auch dazu geführt, dass ich auch die 27 Siege geholt habe, weil ich hinten sehr stabil war, Leute. Gehen wir jetzt weiter zu den beiden ZMs. Machen wir mal die ZMs, okay? So, Toni Kroos und Kovacic. Das ist eine sehr interessante Mischung. Weil Toni Kroos, haben so viele gesagt, nein, der ist viel zu langsam. Oh mein Gott, der wird nicht so gut sein. Das wird super schwer. Ihr seht, ich habe Toni Kroos einen Sniper gegeben. Ne? Ihr seht, ich habe ihm einen Sniper gegeben. Und ich kann euch eins sagen, Toni Kroos wirkt überhaupt nicht zu langsam. Die Ausdauer von ihm und vor allem der 90-Antritt, ohne Scheiß. Der ist da teilweise mitgelaufen mit Leuten, das ist so krass.
Also er hat halt 15 Torbeteiligungen, jedes zweite Spiel eine Torbeteiligung, aber er hat jetzt nicht mega geglänzt mit Torbeteiligungen, er hat viel mehr geglänzt mit seiner Präsenz in der Mitte, Leute. Unglaublich beweglich, ich lüge euch nicht an, unglaublich beweglich, Leute. 71 Beweglichkeit hat er, ich habe ihm Sniper gegeben, da hat er 81, aber er bewegt sich wie 90. Ohne Scheiß, er bewegt sich wie 90. Drehungen, alles, vielleicht liegt es auch an der Ballkontrolle und am Dribbling. Mega geile Karte und auch 99 Abschluss halt in dem Fall. Ich habe mir noch nicht so häufig den Herz gefasst, mit ihm zu schießen, muss ich sagen. Ich habe immer mal wieder abgepasst, aber er war halt die Präsenz in der Mitte. Noch mehr präsent als Kovacic. Er bekommt auf jeden Fall von mir eine gute 1-. Warum? Weil er für eine 1 einfach nochmal mehr Torbeteiligung, noch mehr Präsenz hätte haben sollen. Vorne in Sachen Tore und so weiter. Das ist halt hier, es gibt Karten, wo ihr einfach in der Mitte über eine Torbeteiligung pro Spiel habt. Als ZM, ne? Ist halt einfach so. Und das ist dann nochmal krasser. Das ist jedes zweite Spiel, aber aufgrund von der Präsenz und so weiter eine sehr gute Karte. 1-. Kovacic, kann ich auch gleich sagen, bekommt auch eine 1-- von mir. Er war nicht so präsent wie Toni Kroos, weil er auch der defensivere Sechser war. Aber lustigerweise machen die defensiveren Sechser bei mir mehr Torbeteiligungen. Schaut euch das mal an. 31 Games, 2 Tore, 16 Torbeteiligungen. Ne? Torvorlagen. Ich fange schon wieder an mit den Torbeteiligungen. Oh Gott. Das ist einfach bei mir Intus. Das ist im Unterbewusstsein drin, Leute. Das kriege ich schwer raus. Ich werde mich darauf fokussieren. 16 Torvorlagen. Ah, immer diese Torbeteiligungen, my friends. Genau. So, aber super Karte in der Defensive. Absolut brachial, man merkt gar nicht, dass er so wenig Stärke hat, weil er eben so aggressiv ist. Bälle erobert, schnell war er, auch wegen der Ausdauer. Also die beiden haben einfach so gut miteinander zusammengearbeitet. Eine tolle Chemie, ne, war das zwischen den beiden. Deswegen eine 1-, könnt ihr nichts falsch machen. Ich habe ihm ja einen Hawk gegeben, weil er eben dann eben nach vorne ein bisschen mehr Abschluss halt eben noch und ein bisschen mehr Sprintgeschwindigkeit und Physis. Denke ich, passt gut dazu. Ne? So, gehen wir jetzt rüber zu dem Kollegen hier. Ich zeige euch jetzt mal die Statistik von ihm und lasst sie auf euch wirken, okay? Ihr wisst ja, ich sage das ja immer gerne. Ich zeige euch die Statistik und lasst sie bitte auf euch wirken. Felipe Anderson, 92er, bitte sehr. 31 Spiele, 4 Tore, 6 Torbeteiligungen, 800.000 habe ich für ihn bezahlt. My friends, also, was er konnte, ist laufen am Flügel. Ich vergleiche ihn wiederum und ihr wisst, mit wem vergleiche ich ihn. Na, wenn ihr vorher wusstet jetzt, mit wem ich ihn vergleiche, jetzt gleich, dann schreibt diesen Hashtag jetzt hier rein, beziehungsweise runter dann in die Kommentare. Ja, ich vergleiche ihn nicht mit Saint-Maximin, ich vergleiche ihn mit Fuenzalida. Wieder Torbeteiligungen, scheiße ey, Torvorlagen, verdammte Scheiße. Ich vergleiche ihn mit Fuenzalida. Fuenzalida kostet 30.000. Unglaublich! Ich liebe diesen Typen. Das ist einfach so krass, ey. 30.000, er kostet 800.000. 4 Tore, 6 Torvorlagen. Also, wirklich. Kann ich nicht empfehlen. Bekommt eine 3 von mir einfach. Eine 3, weil er zumindest Gas gegeben hat am Flügel. Ne? Das schon. Aber da gibt es halt andere hin und fertig ist die Geschichte. Und kosten 10-mal weniger. Ne? Also eine 3 bekommt er von mir. Schlechtester Spieler im Team, muss ich einfach sagen. So, jetzt gehen wir rüber machen wir Richarlison. Richarlison hat sich in der Tat gesteigert, my friends. Er hat sich gesteigert. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich kann ihn nicht bewerten, weil ich ihn nicht von Anfang an gespielt habe. Ich kann nicht sagen, wie gut oder schlecht er ist. Aber jetzt, Leute, ich kann euch mit gutem Herzen und Gewissen sagen, er bekommt von mir eine 1-, ja, eine 1- bekommt er von mir. Er war keine 1, ja, weil er einiges auch verschossen hat, aber er hat viel mehr reingemacht und vor allem die Präsenz in der Spitze war da. Ich habe ja 4-2-3-1 gespielt, die beiden ZDMs, ne? Ihn als ZOM, ihm Rechtsflügel und ihn vorne und ihn Linksflügel, ne? Und er war deutlich besser, man sieht es auch hier. 47 Spiele, 23 Tore, 20 Torvorlagen. Vor allem die Torvorlagen sind so krass. Man sieht da den 23 Toren, dass er halt eben, ja, das ist verzerrt. Das ist verzerrt, Leute. Bei wie vielen Spielen haben wir angefangen mit ihm? Könnt ihr euch noch erinnern? Weil ich habe ihn ja erst letztes Mal am Flügel gespielt und da hat er fast gar kein Tor gemacht. Das ist verzerrt, weil da müsst ihr mal schauen beim vorigen Video, wie viele gespielte Spiele er hatte und wie viele Tore. Auf jeden Fall ist es eine drastische Steigerung und dementsprechend
eine sehr gute Karte und ja, er macht seinem Namen und seinem ja, Synonym und eben dieser Angst alle Ehre, muss ich sagen. Also ein toller Spieler, wirklich, Richarlison, kann ich nur empfehlen. Kommen wir jetzt zu den beiden hier. So, kommen wir zu Maradona und kommen wir zu Lionel Messi. My friends, ich muss euch eins ehrlich sagen. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich fand Maradona besser als Lionel Messi. Ich lüge euch nicht an. Ich habe wirklich kaum einen krasseren ZOM gespielt als Maradona. Der war einfach überall und immer torgefährlich. Schaut euch mal hier das an, was der da hat, ne? 31 Games, 22 Tore, 11 Torvorlagen. Jedes Spiel ein Tor, also quasi eine Torbeteiligung jetzt, ne? Ich fand ihn wirklich besser. 3 Sterne schwacher Fuß. Leute, ich habe mit ihm wirklich auch Tore gemacht mit einem schwachen Fuß. Er war super quirlig, immer aktiv, immer hast du ihn gesehen. Und er war immer auch, er bewegt sich in den Strafraum rein. Ihr könnt Longshots machen mit ihm. Ihr könnt mit dem schwachen Fuß teilweise abschließen mit ihm. Manchmal hat er ins Nirvana geschossen, aber manchmal hat er den reingeschossen, wo ich mir dachte, wow! Ne? Also ich finde den wirklich besser als Messi. Wirklich. Also das ist mein Fazit. Bester Spieler in diesem Team gewesen. Meiner Meinung nach. Ich will noch zu Richarlison kurz was sagen. Ich habe noch nicht genau, ich bin nicht darauf eingegangen, wie ich ihn gut eingesetzt habe und so weiter. Ich fand, Richarlison war sehr aktiv. Und du konntest wirklich links, rechts, ganz egal wie, die Longshots ballern, also Longshots, die Schüsse ballern. Von überall hat er die reingeknallt teilweise, natürlich manchmal auch im Pfosten und so weiter, aber er war wirklich aktiv im Sturm und du spürst diese Sicherheit, du passt nach vorne, kannst dich nach links und nach rechts drehen, du kannst das Meta-Dribbling mit ihm machen, dazu kommt das Tutorial. Morgen habe ich es mir vorgenommen, also für übermorgen eigentlich, morgen, das Video kommt übermorgen, mal schauen, wie ich es dann in Wirklichkeit mache, ich will eigentlich morgen das Tutorial bringen und das kommt dann Donnerstag. Naja, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall kommt. So, und da ist Richarlison echt eine Macht. So, und jetzt kommen wir noch zu Lionel Messi, my friends. Lionel Messi. So, ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe ein Spiel verloren mit ihm. Ich zeige euch mal die Statistik, okay? Er hat am Flügel gespielt. Das müssen wir natürlich auch bedenken. Er hat am Flügel gespielt, deswegen am Flügel ist Messi nicht die allergrößte Macht. Er ist ZOM oder Stürmer vielleicht mit der Karte. Aber ZOM ist halt seine Position. Viele von euch haben ja eine Niederlage, eine spezielle Niederlage von mir mitbekommen. Das war nämlich am Sonntag. Samstag war auch krass, aber Sonntag habe ich einmal verloren im Elfmeterschießen. Leute, ich lüge euch nicht an, wenn ich euch sage, ich habe mit Messi 3 oder 4 Mal aus wirklich gutem Spot, ich spiele in den Strafraum rein, mache den Dragback, richte mich aus 12, 13 Metern. Ich schieße mit Messi Finesse. Er schießt sie alle auf den Torhüter, er schießt sie auf den Pfosten. Er schießt ins Nirvana. Wie oft habt ihr das mitbekommen? Eins in den Chat, wenn ihr mitbekommen habt, dass ich mit Messi ja dritter Stock Popcornstand geschossen habe. Mit dem Kollegen hier. Und der hat 99 Schüsse, 99 Longshots, wo du dir denkst, willst du mich verarschen, Junge? Ne? So hat er sich angefühlt. Wisst ihr, was der von mir bekommt? Eine 2. Ich kann nicht drastisch zu sehr nach unten gehen, aber eine 2 bekommt er von mir. Mehr nicht. Er bekommt eine 1. Also, keine Ahnung. Er bleibt ja natürlich auch hier und wir werden ihn auch immer mal wieder einsetzen. Aber ohne Scheiß, eine 2. Das war's. Also, mehr nicht. Und grundsätzlich war er halt eben... Beweglich war er, akzentreich, so lala, weil ich ihn am Flügel gespielt habe eben, aber eben nicht konstant in den Schüssen. Leute, das war das Schlimmste, keine Konstanz in den Schüssen. Real Talk. Holy hell, Alter, das ist so traurig. Aber was willst du machen? Er war nicht besser als der 94er, ich bin ehrlich mit euch. Naja, alles in allem hat sich das Team mega geil spielen lassen, muss ich wirklich sagen. Ich hatte sehr viel Spaß, vor allem am Sonntag. Das Team bekommt von mir vom Spielgefühl her eine 1-. Es war wirklich ein tolles Team. Sehr, 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 sehr geil zum Spielen. Es wurde immer besser, je besser ich das Team kennengelernt habe. Und grundsätzlich kann ich hier echt jeden empfehlen, bis auf Anderson. Alle haben echt gute Leistungen abgeliefert, bis auf Anderson. Den empfehle ich nicht so krass. Aber alle anderen, wenn ihr die holt, könnt ihr das mit gutem Gewissen machen, my friends. Hier kam noch kurz eine Frage auf, wie Edin Visca war, weil ich den auf der Bank hatte. Ich habe den halt nur ein paar Spiele gespielt. Er hat aber wirklich immer dann ein Tor oder eine Torvorlage gemacht. Das sieht man hier. Wenn er reinkam, war er extrem aktiv und das ist so einer, wo ich sage, lieber spiele ich den, als hier ein Felipe Anderson, ne? Und mein erstes Gefühl, dass er mega krass ist, ähnlich wie Fuenzalida, ne? Und er hat das auch gezeigt, aber schwierig das zu sagen, wenn ich jetzt nur 10 Spiele gemacht habe, wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, ihr macht da nichts falsch mit ihm.
Also, my friends, falls ihr auch einige von den Spielern getestet habt, dann gerne kommentieren und eure Meinung dazu sagen. Und grundsätzlich hoffe ich, dass dieses Video euch wieder gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 20 Videos, Tipps, Tricks, Tutorials und Glocke oben rechts aktivieren, ne? Damit ihr nichts verpasst und Benachrichtigungen bekommt. In der Beschreibung, wie gesagt, findet ihr meine Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, wo ich am aktivsten bin mit Stories, Posts und mit privaten Nachrichten beantworten. Also gerne dort mir ein Follow da lassen auf Support ist kein Mordbasis und mir dort schreiben, alles außer Teambewertungen. Ein bisschen geduldig sein natürlich, aber wenn ihr mich erreichen wollt, dann dort. Und selbstverständlich, wo ich gerade auch online bin, auf Twitch. Ihr seht gerade, hier flattert gerade ein frischer Sub rein. Kommt vorbei, Leute, genießt die Zeit, genießt die Show und lernt vor allem sehr viel auf Twitch. Immer 21 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich heiße euch herzlich willkommen, my friends. Ja, das war's jetzt mit dem Video jetzt. Ich bin zwar hier noch online, aber mit dem Video zumindest. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Bis dann.